Hallöchen, liebe Zuschauer, und willkommen zurück zu Let's Play Wizard 101 mit Rex Schattenklinge. Irgendwie bin ich ja langsam ein Priester. Boah, ja. Aber das, da muss man sich sowieso irgendwann dran gewöhnen. Von daher... Ist das jetzt auch egal? Eben. Ja, Leute, wir müssen jetzt gleich erstmal ganz kurz etwas machen. Und zwar habe ich gerade mal eben, ganz unschuldig, einfach nur ein Pack geöffnet. Und? Also du kannst es gerne ausrüsten, ich drehe mich da mal kurz mal um. Dreh dich mal kurz um. Geh bitte noch, geh noch ein paar Meter entfernt, ich will nicht, dass es dich umbringt oder so. Sehr gut. Guck einfach den Stein an. So, und ich habe, mein Rucksack ist voll, und ich habe aus dem Novus-Pack... Ja. ...das da gezogen. Jetzt mal Spaß beiseite, aber wer zum heiligen Teufel ist so? Ich war, also... Also jetzt bei aller Liebe, ne, wirklich, wer denkt sich denn freiwillig, ja, das rüste ich gerne aus, vor allem guckt es doch mal an. Vor allem hört euch mal die Geräusche an. Hört euch mal die Geräusche an. Das klingt, wie wenn du nachts durch Halloween, an Halloween durch den Wald läufst und dir auf einmal so ein Vieh entgegenkommt. Ja, Leute, wir werden jetzt das einzig Richtige machen, was man mit diesem Viech machen kann. Und zwar werden wir jetzt erstmal kurz wieder was Schönes ausrüsten, unsere Balance-Rune. Wir nehmen jetzt dieses Reittier. Wo ist es denn? Schmeiß das in den Mülleimer. Wo ist es denn jetzt? Hä? Es ist abgehauen. Es ist weg. Es ist halt legit weg. Ja, war nicht schlecht. Habe ich nichts dagegen. Ach, das ist ja. Und werden jetzt Müll. Bist du sicher, dass du den Gegenstand Standardreittier dauerhaft entfernen möchtest? Ja. Bin mir sicherer als. Ist mir sicher. Sowas von egal, ob das ein dauerhaftes Reittier ist. Ich möchte dieses Ding nicht in meinem Rucksack sehen. Und damit ist es jetzt verbannt worden. Wer möchte sowas bitte haben? Keine Ahnung. Wir haben jetzt hier in der letzten Folge den Tiger da aus dem aus der Höhle rausgeholt. Ja, da kommt der Insider wieder hoch, ey. Kein Kommentar. Und der führt uns jetzt irgendwo hin und wir folgen dem jetzt mal. Hallo? Ah. Indeed so. Now let us pursue the horseman. Oh, Mann, ey. Remember, musste doch sein. We must simply find him. Ja, eigentlich schon. Aber irgendwie steht der jetzt noch hier. Oh, ich kann mich mit dem... Oh, das ist ein verdammt cooler Ladebildschirm. Aha, also bei mir ist der Fall so unsichtbar, hier ist aber nichts. Cool. Das sieht übelst krass aus. Ich glaube, das ist nämlich das Thumbnail. Alter, sieht das krass aus. Die haben erstmal ein wenig Geduld. Dieses Gebiet ist doch nicht bereit für ein Abenteuer. Ja, schön. Die haben erstmal einen 4K-Ladebildschirm hier gemacht. Ich sehe auch noch gar nichts, weil ich immer noch im Ladebildschirm drin bin. Oha. Sag nichts, ich sehe nichts. Oh mein Gott. Soll das so aussehen? Okay, wow. Soll das so aussehen? Sieht auf jeden Fall krass aus. Was bist du? Lol. Das Ding als Reittier wäre ja mal geil. Du als Reittier wärst ja mal der Hammer, wirklich. Ich? Nee, das? Ja, das hier. Das sieht ja mal geil aus. Ach, das Ding hier, ja. Also ich will ja nichts sagen, aber wenn ich diese Wand hier sehe, in Verbindung mit diesen fliegenden Bärten, die hier gerade waren, dann glaube ich zu wissen, welche Substanz die Typen aus Karamell die ganze Zeit zu sich genommen haben. Was ist das hier denn? Ist irgend so ein Testbild gefühlt als Wand? Arno? Sieht richtig wild aus. Komm mal hierher. Ich bin erstaunt. Wo uns da hinten in der Ecke ist. Was bist du? Ich glaube, das ist die Sammelquest. Ja, ist es wahrscheinlich auch. Was ist Fliegende das? Köpfe. Wir spielen schon gerade nach Wizard, oder? Also komisch, dass mich sowas nicht mehr wundert mittlerweile. Nee, aber es ist
Offizielle. Allerdings ist das hier nur ein Zwischengebiet, denn hier ist eine Tür jetzt aufgetaucht. Forsche in die neue Welt. Tolles Deutsch. Oh, du Scheiße, jetzt bei mir geladen, die Tür. Oh Gott. Im Konatus. Was sieht das hier aussieht? Das ist ja wild. Du bist offen. Dings jetzt drauf. Okay, dann gehen wir mal da rein. Alter. Let us not listen to the wise monk on the mountaintop. Oh no, that would be terrible. What do you mean you've been here? Entschuldigung, hier sind die. Ich kann das Fontenet direkt benutzen eigentlich. Sag ich dir ganz ehrlich. Ich dachte gerade schon an das Gebiet von eben, wo wir drin waren, sah krass aus. Hab da gerade schon Fontenet machen wollen und jetzt sind wir hier. Oh mein Gott, guck dir mal den Himmel an. Yo. Kann ich hier wohnen? Alter, okay. Warte mal, das sind Hände. Das sind Hände, Alter. Hier ist das Weltenportal. Sind wir jetzt in Novus? Ja, wir sind in Novus, Leute. Offiziell. Das ist anscheinend die Hub-Area von Novus. Konatus, ja. Wir sehen hier verschiedene Portale, die wahrscheinlich in die verschiedenen Gebiete führen. Wir haben hier ein Alenzianisches Lager, ein Monkista-Lager, ein Polaris-Lager und ein Malebone-Lager. Sehr interessant. Und hier ist die Novus-Weltenkarte. Wir haben hier Konatus. Stein der Himmel, da waren wir vorhin gerade. Stein des Himmels, genau. Das sieht so aus wie das Gebiet, wo wir eben gerade waren. Was? La Ville Rose. Puerto Novo. Nee, Nuovo. Und Neu Vi... Vigoria. Das ist so, keine Ahnung. Wix-Gerät. So kann man es auch sagen. Wunderschön. Ich mache hier direkt mal einen Thumbnail von. Boah, sieht so krass aus, ne? Aber halt wirklich. Ja, Leute, das ist jetzt offiziell das Design von Novus. Wobei wahrscheinlich es schwierig ist, Novus ein übergeordnetes Design zuzuordnen, weil das ja alles irgendwie anders aussieht, egal wo du bist. Also jedes Gebiet ist ja irgendwie speziell. Das ist schon cool. Hier ist... Heiliges Kanonenrohr. Was? Lol, warte mal. Okay. Das sieht krass aus. Eloise ist hier, genau. Da ist... Diesmal ist es auch wirklich Eloise und nicht diese komische Abklatsch, die wir in Nebuja hatten. Hier ist Polaris. Der hat... Ich rede erst mal kurz mit Mubu. Lol. Where are we now? This place is so different, yet so similar to the Stone Feather. Look, the sky has changed. Have we left Kathmandu? Nein, wir sind offensichtlich nicht mehr in Kathmandu, mein Lieber. This place is a vile conatus. A wheel. A poisonous impulse to exist at the cost of all living things. Can't you feel it? The pull of the void. No, if anything, I feel welcome, wanted, and not alone. I say, you there, fancy an introduction? Okay, da unten scheinen schon Leute angekommen zu sein. Sieht aus wie so ein riesen Expeditionslager hier praktisch aus verschiedensten Welten. Mhm. Okay. Und interessanterweise haben wir hier wieder Anspielungen. Was? Es wird langsam interessant. Also hier ist so ein Typ aus Polaris, der verkauft Haustiere sogar nicht mal so. Nicht mal so wirklich brauchbare. Der hier. Und was natürlich, wieder cool ist, wir haben jetzt hier wieder Anspielungen an Welten aus Pirate 101. Das gefällt mir ja immer. Wir haben hier ein Lager aus Valencia. Valencia ist ja auch eine Welt, die nur in Pirate 101 vorkommt. Da sogar doppelt. Hier ist auch ein Abklatsch. Und das kennt man aus Wizard ja eigentlich nicht. Hier ist nochmal so ein komisches rumfliegendes Viech, was aussieht, als könnte man es einsammeln. Heiliger. Ja, und hier oben haben wir die Welt Monkeystar, ebenfalls aus Pirate 101. Diese Viecher haben wir schon in Azeka zum Beispiel mal gesehen, diese Affen. Stimmt, Azeka, stimmt. Ich finde der nächste Insider ein.
Ist schon echt cool. Und da drüben haben wir Welten, die wir kennen. Wir haben einmal da Polaris mit einem riesen Fisch. Und hier vorne, was war das? Malibon. Genau. Mit das hier ist krass. Der hat wirklich Haustiere, die sind eigentlich gar nicht so verkehrt. Die hier. Der Typ hier? Hat, nee, ja. Der hier. Jean-Luc Picard, ja, toll. Ivanenkos Tiger, die Eule des Häuptlings, ach ja, die kennt man sogar. Eis und des Aufsehers, Eisvogel, mürrischer Schneemann, Gletscherdrache. War nicht so schlecht. Oha, sogar Titollis Drache, den droppt man normalerweise nur in Polaris bei diesem einen Boss da. Naja, deswegen. Der hier hat. Oh! Der hat eine furchtlose Seehundrobbe. Oh! Guck mal, du hast hier auch ein paar. Die kostet sogar nur 10.000 Gold. Gib her. Da hat hier ja auch ein paar geile Juwelen tatsächlich. Die hier hinten. Ich suche gerade einen zufälligen Namen zu kriegen, der nicht komplett beschissen klingt. Ja. Tapferer Tiger, was? Ja, dann nehmen wir das einfach mal. Ich werde es eh noch umbenennen. Aber die Seehundrobbe, dass du die hier einfach so kaufen kannst, ist natürlich krass, weil die wollte ich schon lange mal haben. Hab sie aber beim Brüten nie bekommen und normalerweise kannst du die sonst auch nur im Kronladen, glaube ich, kaufen. Weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt. Kann ich mal eben kurz gucken. Nee, gibt's sogar gar nicht. Das ist richtig cool. Jetzt sie nicht trainieren aus gegebenen Gründen, aber wir haben sie da. Cool. Die Musik ist auch wieder sehr interessant. Es ist alles sehr wild, sehr unruhig. Und ein bisschen abgespaced. Schon echt interessant. Ich frage mich ja, wie man auf so ein Design überhaupt erstmal kommt. Ah, das ist eine gute Frage, ja. Dass man hier auf so einer riesen Steinplattform, die irgendwie aus Händen besteht, sich befindet mit Lagern darauf. Irgendwie sieht es aus wie ein Strand und da ist ein Auge, was schwebt in einem Space-Design. Also, ja. Da muss man schon, glaube ich, ein bisschen schlecht geträumt haben für. Naja, reden wir mal mit Erasmus Snifflesworth. Righto. Sir Erasmus J. Maxwell Snifflesworth IV of Her Majesty's Spiral Geographic Society. Ah, er ist von der Spiralgeographischen Gesellschaft, die kennen wir da schon. Eins meiner Lieblingswörter aus ganz Wizard 101. Die Spiralgeographische Gesellschaft. Was macht hier... Das ist der Fakt. Was macht was hier? Was macht hier in Stufe 57er, bitte? Einkaufen? Das glaube ich nicht. Or at least that's what we're calling it. A piece of it did appear above Regent Square after all. There is some disagreement here, however. I should say so. This world shines also above the new Polaris. I did not get fired here from a cannon to let some dog name it. Glaube ich nicht, dass er hier einkaufen geht. Is that how you arrived? You should have invested in Valencian steel airships. They weather the harsh winds quite well. At least we didn't crash this time when I, yes, I mapped the skies to this place. That is why I should name it, Wizard. What should I name it? Novus, you say? Oui, oui. If this name suits the hero of La Pingouine Revolution, it suits all of Polaris. Novus is indeed a fine name, because it's new, naturally. Now, what say you, wizard? Shall I give you the tour? Splendid. This way. Ja, ich merke aber schon, wo das hier hingeht. Wahrscheinlich wollen jetzt hier die Regierungen aus den entsprechenden Ländern diese Welt hier für sich beanspruchen. Und zwar alle, aber dass das nicht funktioniert, ist ja klar. Die Frage ist nur, wo das irgendwann mal hinführen wird. Ja, das wird man sehen.
Wahrscheinlich in einem Riesenkonflikt. Ach ja, ich sehe es hier. Ja, Rosenblut, Stufe 151. Oh nee, das ist die andere. Die andere ist irgendwo da unten. Machen. Echt interessantes Design. Okay, was haben wir denn hier so Schönes? Welcome to Neutralia. Or whatever we end up calling it. Can't seem to agree on a name, you see. I'm afraid all our various worlds have a rather fraught history. Bone and Polaris constantly bicker with each other. Monkista. Wie er das ausspricht. Malibone. And Valencia once made a mechanical armada that nearly conquered the spiral. But we've kept the peace these last few weeks. Bei sowas frage ich mich ja immer, wie die Stories aus Pirate 101 und Wizard 101 verknüpft sind miteinander. Also man hat zwar schon in Pirate 101, glaube ich, mal ab und an erwähnt, dass es da irgendwo irgendwelche Zauberer gibt und so weiter und so fort. Aber ansonsten war damit jetzt eigentlich nichts so wirklich. Und hier hat der Typ jetzt auch gesagt, ja, in Valencia gibt es diese mechanische Armada und so und bla bla. Aber irgendwie haben die Leute aus der anderen Welt eigentlich nie so richtig was gehört. Was ja seltsam ist, weil es eigentlich dieselbe Spirale ist und anscheinend ja auch zur selben Zeit. Naja. Who knows. We've agreed on this central meeting point for diplomatic relations. Here you can find the vendors and tradespeople who funded our voyages. Fragen über Fragen. Stimmt, aber eine Sache fällt mir da immer auf. Wenn man in Pirate 101 in Malibone ist, ja. Dann hat man ja, also in Pirate 101 ist es ja anders, da hast du ja diesen Himmel und du hast dein Schiff und dann fliegst du da durch so zu diesen einzelnen Inseln immer hin. Ja. Du siehst aber, wenn du dort an den Horizont schaust, siehst du dort ganz hinten den Big Ben. Also du siehst das Gebiet, wo du in Wizard 101 in Malibone bist, kannst du aber nicht hin. Aber du siehst es von Weitem, das ist immer so ein bisschen interessant. Not sure where in the spiral this rock is. But it's over no one's sky. Oh yes, all the rocks are over different worlds. You see, connected via these peculiar gateways which propel a person through the spiral to here. Come, I'll show you. Alles klar, dann gucken wir uns mal hier weiter um. Genau. Und jetzt hat mittlerweile Eloisa auch die Quest für uns. Meine Liebe, wo hast du den Schatz drauf hingelassen eigentlich? Ach, der steht da oben. Oh. Hä? Haben die sich gestritten oder was? Na, bei mir steht er hier nirgendwo. Gut. Hier steht er. Na, bei mir nicht. Achso. Achso, doch, ja, da, natürlich. Ja, genau, siehst du. Sag mal, was ist denn los bei euch? Ja, ist ja wirklich so. Außerdem fällt Schatzsucher Finn hier hinten gleich über die Kante. Das sieht ja geil aus. Das sieht ja geil aus. Was geht denn bei denen ab? Hallo. Well, howdy, friend. I'm starting to worry you traded the wild, wild wizard for the sweet life, Caramel. Der sagt gerade, ich hatte schon Angst, du hättest das wilde Zaubererleben gegen das gemütliche Leben in Caramel eingetauscht. Bist du wahnsinnig, Junge? Gemütlich und Caramel, das ist jetzt irgendwas funktioniert hier nicht. Wie in meinem Leben würde ich freiwillig mehr als ich muss Zeit in Caramel verbringen. Hallo. Lemuria? World Synthesizer? Heroes and Lemurs? And a preservationist? Fascinating. This right here is exactly what I've been missing. See, I used off on that once in a lifetime adventure. Poor old Zeke was bored, starved for conversation. Now, you may ask yourself, ain't you close with Miss Eloise? Was she willing to chat? Yes, she was. Oh, and she was. But only about flowers. And our relationship. Mm-hmm. Die sind wirklich zusammen. Der sagt gerade, dass, oh, das ist ja interessant, Leute. Wir kriegen ja hier richtig Hintergrundinformationen. Irgendwie war er mit Eloise befreundet. Und irgendwie wollte sie jetzt über deren Beziehung reden. Was?
So once I seen mysterious rocks moving into the universe, I said to Eloise, I said, Eloise, let's go find us something interesting to talk about. So we hit the road to nowhere, drifted this way and that, went straight on through somewhere, and ended up here. But it's a pleasant elevation. And I tell you what, you'll find this is one mighty talkative world, too. Very near everything talks here. A lot. Why, we weren't here but 10 minutes before I found myself engaged in rousing repartee with, well, they was just heads. Talking heads. The unbodied orators were detailing ways I might better communicate with Eloise when, boom, ground below my feet and their chins began to quake. The world was moving, the talking heads were right there with it, and then they weren't. Genau, wir sollen hier die sprechenden Schädel finden. Kann ich noch durch das Portal zurückgehen? Dann könnte ich das Ding ja kurz noch schnell einsammeln. Ich gehe bloß kurz zu Eloise noch. Hello there, dearie. So good to see you. How long has it been? Was Caramel the last place we ran into each other? Isn't this place, interesting? The Royal Museum was more than excited to hear I was venturing to this new, world? Truth be told, I was looking forward to taking some time away from the road. Maybe do a little nesting, you know? Alas, fate had other plans. But if I'm going to be in a strange, exotic new locale, then by Jove, I'm going to document strange, exotic new flowers for the museum. Folks who've come from the other funny new space rocks tell me they may have spotted one exotic flower in particular. The toad flax. The thing is, these funny new space rocks make exploration a tad tricky for those of us without your adventuring skills. Okay, und für sie sollen wir Krötenkraut sammeln. Hör, hast du dir gerade einen Löwen geholt? Ja. Cool. Das habe ich auch gerade schon gesehen, wo das ist. Das war ja hier hinten. Wenn ich schon so viel Gold rumliegen habe und ich weiß, wohin, dann... Das stimmt. Oder du kaufst dir ein cooles Haus hier bei dem Typen da hinten. Das Geld habe ich auch so, ne? Haben wir das Krötenkraut? Das sieht auch sehr spannend aus. Sieht aus wie ein Humongo-Frosch, dessen Kopf an eine Pflanze befestigt wurde. Und das sieht irgendwie aus wie der Todeshumongo-Frosch. Stimmt. Okay, dann gehen wir mal noch schnell. Ich kann hier nicht hoch. Durch das Portal zurück. Ich hoffe, das geht. Und dass wir dann jetzt hier dieses Ding noch einsammeln können. Was wir vorhin gefunden hatten. Ja. Oh, die Questanzeige ist übrigens verbuggt, sehe ich gerade. Man sieht bei den Quests gerade nicht, also zumindest im Questbuch nicht, wie viele EP man dafür kriegt und was man überhaupt dafür kriegt. Es wird einfach nicht angezeigt. Ah, warte hier. Ah ja, zum Stein des Himmels. Ah ja, da würde es dann weitergehen praktisch, hinter dieser komischen Wand. Aber da kommen wir aktuell noch nicht weiter. Der Himmel sieht voll krass aus hier. Ja, ne? Also die andere Richtung halt. Okay, da haben wir den entsprechenden Schädel schon mal hier gefunden. Ich gehe aber mal nicht davon aus, dass wir in die anderen Portale auch schon rein können, oder? Nee, also ich kann es doch. Also ich kann es sowieso nicht, aber... Nee, das geht nicht. Okay Leute, dann würde ich sagen, wir sind schon bei 25 Minuten gleich wieder. Das ging jetzt übelst schnell in der Folge, aber ist halt so, wenn alles neu ist, ne? Wir werden beim nächsten Mal hier weitermachen und ich bin sehr, sehr gespannt, was hier so passieren wird. Ich kann es gar nicht einschätzen, das ist ja wirklich extrem spannend. Es wird sich zeigen. Yay. Alles klar, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke an meine Kanalmitglieder und ganz, ganz lieben Dank an Rex Schattenklinge, an Basti, an Manuel und an Kalia. Und dann sehen wir uns sehr gerne in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.